Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder bei Warhammer 40k, Rogue Trader. Und wie ihr seht, habe ich mich bereits zur Voxmeisterin bewegt und werden jetzt mit ihr über die Vorkommnisse mit Nomos reden. Als du dich näherst, unterbricht Victus die Feinjustierung eines weiteren Vox und senkt den Kopf. Lord Captain, das Schiff hat mich über unser bevorstehendes Treffen informiert. Ist bei Theodoras Reisen irgendetwas Ungewöhnliches geschehen? Erinnert ihr euch an etwas? Sagen euch die Worte Epitaph, Porpal N87204 oder Techseuche etwas? Lady Theodoras Reisen können samt und sonders als ungewöhnlich angesehen werden. Ihre Odysseen waren immer kühn und was die erwähnten Worte angeht, keines davon kommt mir bekannt vor, soweit ich das sagen kann. Außer vielleicht der Vorfall. Ich erinnere mich, dieses Wort mehrfach in Übertragungen gehört zu haben. Ich glaube, es wurde von dem ehemaligen Maschinenseher wiederholt, der während Konrad Voigtwirs Aufstand gestorben ist. Er hat es als den Vorfall beschrieben. Etwas äußerst Bemerkenswertes. Offenbar ist es einmal auf dem gesamten Schiff zu einem gewaltigen Systemausfall gekommen. Sämtliche Systeme haben eine Fünftelsekunde lang nicht mehr reagiert. Der Großteil der Crew, mich eingeschlossen, da ich zu dieser Zeit vermutlich an Bord war, hat nichts Ungewöhnliches bemerkt. Aber Techpriester sind sehr empfindsam, was so etwas angeht. Das ist alles, was ich euch sagen kann, Lord Captain. Ich wünschte, ich könnte euch behilflich sein. Ich habe ein Immortalium als Geschenk erhalten und benötige nun Hilfe bei einem Gegengeschenk. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Lord Captain, doch solche Angelegenheiten fallen in den Zuständigkeitsbereich von Hochfaktotum Danrock. Ich verstehe mich eher auf Vox-Kommunikation, denn auch seltene Geschenke. Tolliman und ich haben vor kurzem an einer Feier zu Jahresehren teilgenommen. Möchte eure Lordschaft gerne mehr über die Umstände eurer Rückkehr auf das Schiff erfahren? Ich kann euch versichern, dass das Landedeck nur minimal beschädigt wurde. Herrin Haidari hat euch in euer Quartier eskortiert und dabei die Person des Feindes recht kühn angefasst. Als Reaktion auf die Versuche der Crew, euch zu helfen, habt ihr versucht, eure Kenntnis verschiedener Efret-Schimpfwörter zu demonstrieren, die euch Herrin Haidari vorher beigebracht hatte, wie ihr kundgetan habt. Was die Vorfälle auf Footfall angeht, Lehnsherr Tokara hat uns bereits unterrichtet, dass die betroffenen Personen keinerlei Beschwerden gegen euch haben und eure Lordschaft für die Ehre danken miterlebt haben zu dürfen, wie sich der Freihändler und seine bezaubernde Begleitung amüsieren. Ja, das ist erstmal alles. Ich lebe, um zu dienen, Lord Captain. Gut. Dann gehen wir erst nochmal kurz zum Hochfaktorum. Okay. Ja, gut, der hat jetzt nichts, was irgendwie... Ja, danke, das waren genug Fragen. Okay,
Mit wem sollten wir denn als nächstes sprechen am besten? Bravo. Ja. Dann gucken wir mal, wo Ravor ist. Da, okay. Halt, falsche Richtung. Ja. Der große Mann vor dir scheint nur aus Sehnen und Muskeln zu bestehen. Blaue Venen winden sich unter seiner weißen, beinahe taubengrauen Haut. Die weißen Haare an Kopf und Kinn sind militärisch gestutzt. Die Kabel an Hals und Schultern lassen vermuten, dass sich unter seiner Uniform Neuralkonnektoren verbergen. Obwohl das Gesicht des Offiziers einer Grimasse aus Unmut und Zorn gleicht, grüßt er dich mit einem respektvollen Nicken. Lord Captain, Hauptsteuermann Ravor steht zu Diensten. Sagen euch die Worte Epitaph irgendetwas? Oder vielleicht Vorfall N87204 oder Teppichseuche? Das alles hat etwas mit Theodoras Reisen zu tun. Ziemlich ungewöhnliche Reisen. Sagt mir nichts, Lord Captain. Da läutet bei mir gar keine Glocke. Andererseits hat Lady Theodora viele Orte besucht. Sich da an alle zu erinnern? Er runzelt die Stirn. Epitaph, Vorfall. Wir hatten immer jede Menge Vorfälle an Bord, aber durch meine Implantate fühle ich mich eins mit diesem Schiff. Ich spüre, dass sich sein Verhalten geändert hat. Weiß aber nicht genau, wann. Es wurde reaktiver, lebendiger. Ja, lebendiger ist genau das richtige Wort. Und als ihr Epitaph und Vorfall sagtet, dämmerte es mir. Verzeiht die stümperhafte Meldung, Lord Captain, aber das ist alles, was ich darüber zu sagen habe. Okay. Lord Captain, aber verabschiedet sich mit einem Nicken und wendet sich ab. Okay. Dann mit Abelard. Lord Captain, Abelard grüßt dich mit der gewohnten Höflichkeit, mustert dich jedoch mit seinem prüfenden Blick von Kopf bis Fuß. Sagen euch die Wörter Epitaph, Vorfall N87204 oder Techseuche irgendetwas? Das sind irgendwie mit Theodora verbunden. Abelards Blick wird vorübergehend drüber, als hätte sich seine Aufmerksamkeit ganz nach innen gerichtet. Dann blinzelt er zweimal und sagt überrascht, nein, definitiv nicht. Ich erinnere mich nicht an dergleichen. Okay, ich muss jetzt gehen. Abelard salutiert ordnungsgemäß. Okay, und Idira ist hier unten. Ich mache noch mal ein bisschen leiser, Leute. So. Als Idira dich sieht, formen ihre Lippen ein Lächeln und sie nickt in Richtung von irgendwas über deiner Schulter. Ihr habt sehr stark auf Agentas Worte bei der zerbrochenen Linse reagiert. Meine Nerven haben einfach verrückt gespielt. Idira schnaubt auf, doch dann runzelt sie die Stirn und fährt in ernsthaftem Ton fort. Irgendwas an unserer kleinen Heiligen gefällt mir nicht und ich vertraue meinem Bauchgefühl. Gewiss, sie wirkt vollkommen geradlinig und so vorhersehbar wie ein Kater nach einer durchzechten Nacht. Doch wenn ich sie mir ansehe, fängt mein Gehirn an zu kribbeln. Nach dieser Unterhaltung habe ich versucht zu hören, was über sie gesagt wird. Hinter der Tür, ergänzt Idira murmelnd. Was ich gehört habe, war seltsam. Blut in ihrer Vergangenheit, Dämmerung in ihrer Gegenwart und
etwas wie ein Stern, der sie führt. Doch wohin führt er sie? Ich habe mehrere Straßen gesehen und alle haben mir Angst gemacht. Und was bedeutet das alles? Wenn ich das wüsste, hätte ich es euch gesagt. Wenn man etwas hören will, muss das Gegenüber kooperieren, wisst ihr? Doch diese Kobra zischt mich nur an und spuckt ihr Gift nach mir. Ich vertraue ihr kein bisschen. Vielleicht sollten wir Agenta warnen? Oh, gewiss. Sagt ihr einfach, die böse Psionikerin habe etwas über sie weisgesagt. Sie wird unendlich erfreut und dankbar sein. Und natürlich wird sie euch aufmerksam zuhören. Nein, das wäre zwecklos. Und überhaupt, ich weiß nicht einmal recht, was es alles zu bedeuten hat. Vielleicht ist sie in Gefahr, vielleicht ist sie aber auch die Gefahr. Ediras Stimme ist voller Feindseligkeit, doch du bemerkst auch Sorge. Selbst einen Anflug von Mitleid und Mitgefühl. Edira, eine andere Frage. Epitaph, Vorfall, Techseuche, sagen euch diese Wörter irgendetwas? Vielleicht können eure Fähigkeiten euch etwas verraten. Sie bedeuten mir nichts, es sind nur Worte. Plötzlich verstummt Edira abrupt und verzieht das Gesicht. Sie legt sich die Hände an die Schläfen, sie verzieht erneut das Gesicht. Ein Flüstern, so leise, dass ich es kaum gehört habe. Wie eine Feder, die auf einem Haufen Daunen landet. Irgendwas von verdammten Ambitionen, dem Altertum, dem schrecklichen Altertum und dem Zufall. Alles durchzogen von Zufall. Sie verstummt und blickt dich überrascht an. Jetzt habe ich Kopfschmerzen und das verfluchte Geflüster hat nicht gerade geholfen. Ach. Natürlich, stets zu Diensten, wann immer ihr mich braucht. Okay, daraus hat sich etwas ergeben. Mit Nomos über Theodoras Lager sprechen, okay. Das werden wir doch tun. Okay, wo kann ich denn hier mit Nomos reden? Okay, wir gucken mal. Die Verstecke auf der Gonus und Giava Gamma haben fragmentarische Informationen zu Theodoras geheimen Aktivitäten enthalten. Es könnte sinnvoll sein, Nomos an diese Daten zu erinnern und die sein Bewusstsein einst erweckt haben. Okay, auf der Raumschiffbrücke. Ah, hier. Der Servitor, der in den riesigen Kogitator eingebaut ist, dreht seinen Kopf zu dir. Das Vox gibt eine krächzende Stimme aus. Hallo, Nomos, begrüßen deinen Besuch. Was habt ihr getan, Nomos? Wir haben studiert und beobachtet. Mit dem Schiff geholfen, wenn wir können. So viele Mechanismen ohne unsere Eingaben hätten sie gelitten. Was ist mit den Forschungsnotizen zu der Tech-Seuche, die wir in dem Lager auf Giava Gamma gefunden haben? Dieser Name ist uns ebenfalls bekannt. Er steht mit Nomos in Verbindung. Wir verstehen jedoch nicht, wie... Vorfall N87204 war ein unbekanntes schiffsweites Systemversagen. Der Vorfall und Epitaph hatten etwas damit zu tun, dass das Schiff besser geflogen werden konnte. Der Vorfall markiert unseren Anfang. Auch das Schiff ist durch uns besser geworden. Das sind alles Glieder derselben Kette. Doch wir können sie nicht zusammensetzen. Die Menschen, die Theodora auf ihren Reisen begleitet haben, wissen merkwürdigerweise nichts von dem Vorfall und von Epitaph.
Menschliche Hüllen unterliegen äußeren Einflüssen. Vielleicht hat jemand ihre Gedächtnisarchive gelöscht. Oder vielleicht wollen sie schlicht nicht darauf zugreifen. Es ist ein Jammer, dass keine neuen Informationen gefunden wurden. Doch Nomos sind dankbar, dass ihr es versucht habt. Und ich muss jetzt gehen. Der Blick des Cyber-Gargoyles verfolgt dich, als du dich von dem Cogitator entfernst. Okay, vielleicht offenbart sich Nomos Geheimnis von allein. Wir gehen mal kurz zu Cassia. Percival! Cassia lächelt dich reserviert an und winkt dir zu. Worte können nicht beschreiben, wie langweilig es ohne unsere anregenden Gespräche auf der Brücke ist. Nun ja, die Pflicht ruft. Ich muss mich nun verabschieden. Ich habe eure Gesellschaft genossen, Percival. Danke für das Gespräch. Gut, da passiert also zwischen uns nichts Neues. Bedeutet, wir müssen uns auf Dargonus mit dem Zeremonienmeister treffen. Okay. Oh, wir könnten hier wieder was anwerfen. Ist was freigeschaltet? Nein, ist nicht. Okay. Gut. Sven. Hier, da müssen wir hin. Genau. Abelard ist dabei, Cassia ist dabei. Sehr schön. Okay, anscheinend kommt der ganze Applaus aus Lautsprechern. Okay, wir sind hier allein, obwohl wir gerade eine Gruppe ausgewählt haben. Okay, es wurde zumindest ordentlich aufgeräumt. Reden wir mal kurz mit denen. Vielleicht wissen die was. Die Lex Mechaniki Tauschminäre Tiraden aus und bemerken deine Anwesenheit gar nicht. Okay. Okay, ja, ihr versucht hier Geschäfte zu machen und Verbindungen zu knüpfen. Betrachtet hier den Baum. Okay. Das scheint alles ganz normal zu sein. Es wurde zumindest ordentlich aufgeräumt. Das muss man den Leuten schon mal lassen. Wer schnauft denn hier so? War hier hinter gerade was? Nee, okay, das war nur eine optische Täuschung.
hier mal. Auf dem Rahmen sind Überreste einer Tafel zu sehen. Allerdings ist die Inschrift wegen der Patina komplett unleserlich. Dieses antike Möbelstück wird offensichtlich gut gepflegt, aber dennoch ist seine Oberfläche bedeckt mit zahlreichen Abnutzungen, Kratzern und Flecken, Spuren vorheriger Freihändler, die an dem Tisch saßen. Unser Bett ist wieder gemacht. Das Bett für den Kopf einer Freihändler-Dynastie ist dem Status seines Besitzers angemessen. Zeigen nicht beschriebenen Jing-Händen. Das mysteriöse Xeno-Artefakt ruht in dem Stasisfeld. Die Regale der Bibliothek sind überfüllt mit staubigen Büchern. Ein Blick verharrt auf den Werken einiger Administratum-Adepten und den Memoiren eines unbekannten Entdeckers entfernter Todeswelten. Ein mysteriöses Objekt, zweifellos nicht geschaffen von nicht menschlichen Händen, okay. Okay, auch dieses. Auf den Ölfilmen hat sich Staub angesammelt. Sollten Diener diesen Raum jemals betreten, dann nur sehr selten. Erst Glas, drei ungeöffnete Weinflaschen stehen auf einem sorgfältig gezimmerten Tisch aus dunkel marmoriertem Holz. Die seltenen Bücher in diesen Regalen mit ihren prächtigen, fast prahlerischen Einbänden scheinen identisch zu sein. Hinter dem Glas der Vitrine liegen seltsame Gegenstände. Da es keinerlei Beschriftung gibt, hast du keine Ahnung, worum es sich dabei handelt. Okay, setzen wollen wir uns nicht. Hier haben wir ja einen Teil der Daten her. Okay. Und hier mal kurz auf die Karte gucken. Oh, es gibt keine Karte. Doch, es gibt eine Karte. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Hier waren wir drin. Ja. Das ist der Balkon. Das ist quasi unser Büro. Das hier sieht halt tatsächlich so aus, als ging es hier halt auch noch weiter. Okay. Vielleicht Dinge, die ich irgendwann freischalten muss. Gut. Wir reden mit dem... Oder reden wir zuerst noch mit Clementia? Ja, wir reden noch mal kurz mit Clementia. Euer Lordschaft. Clementia blickt von ihrem Datablock auf. Hoffentlich ist euer Aufenthalt auf Dagonus von Vorteil für eure körperlichen und geistigen Zustand. Mir ist klar, dass der Erbe eines Protektorats viel zu tun hat. Aber man sollte darüber den Rest nicht vergessen. Okay, es gibt hier also keine Neuigkeiten über den Zustand von Dagonus. Der unterhält sich hier. Gut, dann gehen wir ins Gespräch mit dem Zeremonienmeister. Der gut gekleidete Diener verbeugt sich tief vor dir. Eure Lordschaft, es ist eine große Ehre, euch bei einem so monumentalen und glorreichen Anlass wie der Zeremonie das Magnae Accessio bedienen zu dürfen. Ihr wurdet mit den Vorbereitungen der Festlichkeiten betraut? Und das habe ich in der Tat, eure Lordschaft. Mir wurde die hohe Ehre zuteil, Truchses dieses prächtigen Palast zu sein, sein zu dürfen. Und anlässlich des Aufstiegs eurer Lordschaft überwache ich die Vorbereitung für die Zeremonie. Das Haus Drivestem, dem ihr das Arrangement der Festlichkeiten übertragen habt, wünscht euch viel Glück und ist ehrlich erfreut,
euch ebenso zu dienen wie der ehrbaren Theodora von Valancius. Ist alles bereit? Der Palast ist dekoriert und wir können auf euren Befehl hin jederzeit anfangen. Auch die Festaktivitäten in der Hauptstadt sind vorbereitet und die Ehrengäste sind entweder bereits auf dem Planeten oder warten im Orbit auf Freigabe. Die Diener befinden sich bereits in euren Gemächern, um euch dem Anlass entsprechend makellos einzukleiden. Gut, dann lasst uns beginnen. Möge der Imperator heute bei uns sein. Die Menge tobt. Ihre Begeisterung erfüllt die Luft von Dagonus. Tausende von Kehlen rufen deinen Namen. Du bist der Mittelpunkt dieser Welt und aller anderen. Verstärkt von 100 Vox-Geräten donnert die Stimme des Zeremonienmeisters. Jubelt, Untertanen von Dagonus! Euch wird nun das Glück zuteil, euren Herrn leibhaftig zu sehen. Eine große Ehre, die wir dem Freihändler Percival von Valancius verdanken. Malträtierer von Ketzern, der die Verderbnis der Anhänger des Erzfeindes vernichtet und Janus gesäubert hat. Gnädiger Beschützer von Footfall und seinem Handel. Die Menge verstummt und blickt bewundernd zu dir auf. Viele haben von der Schlacht von Dagonus schreckliche Narben davongetragen. Wie Kinder erwarten sie nun die Worte ihres allmächtigen Vaters. Fürchtet nicht den kommenden Tag. Von nun an seid ihr alle meine Schützlinge. Freudige Rufe tragen deinen Namen in die Höhe jenseits der Atmosphäre von Dagonus bis hinauf zum Thron des Imperators. So viel Gold und Weiß. Cassia starrt fasziniert auf die Menge. Anscheinend ist die enorme Ansammlung jubelnder Menschen für sie ebenso exotisch und aufregend wie der Anblick einer echten Navigatorin, einer Vertreterin der geheimnisvollen und mächtigen Navis Nobility für deine Untertanen. Angemessen, Dagonus hat nicht enttäuscht. Abela zwingt sich zu einem zufriedenen Lächeln und flüstert ihr zu: Ihr wisst noch, wie es weitergeht, ja? Eure Lordschaft wird gebeten, den Eid abzulegen. Der Zeremonienmeister verbeugt sich ehrerbietig vor dir. Möge nun der Eid der Dynastie von Valancius geleistet werden. Bitte sprecht mir nach, eure Lordschaft. Ich, Percival, Freihändler, durch die Gnade des Imperators schwöre, ein Vorbild der Menschheit zu sein. Ich, Percival, Freihändler, durch die Gnade des Imperators schwöre, ein Vorbild der Menschheit zu sein.
Deine Lippen wiederholen die Worte des uralten Eids. Ungebrochen von Widerstand, tapfer zuerst in die Dunkelheit zu gehen, zu vereinen und zurückzuerobern, was verloren war. Über ungenannte Albträume zu triumphieren, mutig die Zügel des Schicksals zu halten, stetig den Weg der Dornen zu beschreiten, durch den Schmerz hin zur Größe. Du hörst ein Donnergrollen, es ist der Ruf des Meers deiner Untertanen, jubelnd und andachtsvoll, verängstigt heißen sie den Aufstieg willkommen. Es ist vollbracht. Geht es wohl zum Festmahl. Und wie und was beim Festmahl geschieht oder wie das Festmahl beendet wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.